Tada! Hallo meine Süßen! Wie viele ja schon im letzten Video gehört haben oder jetzt gespannt waren, habe ich erzählt, dass ich eine komplette Veränderung möchte in meiner Haarfarbe und meiner Haarlänge. Und da ich seit Jahren eigentlich nicht mehr blond bin, habe ich mir gedacht, komm, ich mache jetzt einfach mal komplett was anderes. Ich schneide mir so einen Bob und blondiere meine Haare so richtig so hell, wie es eben geht. Es war jetzt total schwierig, das hinzubekommen. Deswegen hat es jetzt auch alles noch so ein bisschen so einen Orangestich. Aber ich wollte einfach wieder einen geraden Pony haben und dann so straight so einen Bob. Genau, weil ich finde, das steht mir eigentlich echt ganz gut. Also könnt ihr auch unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so findet, meine neue Frisur. Ich finde, sie steht mir eigentlich echt ganz gut und ich war auch wirklich mit der Friseurin komplett zufrieden. Und ja, hat halt sehr lange gedauert und das ewige Blondieren und Blondierwäsche. Und ja, aber wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt's. Und ja, so sehen jetzt meine neuen Haare aus. So werdet ihr mich jetzt immer sehen. Und es ist einfach total unkompliziert. Ich glätte mir die Haare, so wie heute. Und dann gehe ich einfach so auf die Arbeit und kann meine Haare offen tragen. Also ja, könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, wie das euch gefällt. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich euch das gerne jetzt so zeigen möchte. Und ja, das war's jetzt eigentlich schon. Also das sind meine neuen Haare. Ich weiß, ein sehr, sehr starker Unterschied, aber ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ich würde mir niemals die Haare blond färben und mir sie auch niemals so abschneiden. Also nein, überhaupt nicht. Wer ist drauf reingefallen? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr wart geschockt. Ich dachte mir, das wäre eine gute Idee, das mal so zu machen. Und ja, das war nur eine Perücke, falls es einige von euch nicht erkannt haben. Ja, ich wollte mir eigentlich beim Friseur die Haare nur stufig schneiden lassen. Meine Haare waren wirklich super gesund und ich habe zu ihr gemeint, schneiden Sie mir bitte nichts von den Spitzen ab. Ja, meine Haare sind komplett gesund. Ich war erst beim Friseur, müssen Sie nicht machen. Ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Sie hat mir so viel abgeschnitten. Der Stufenschnitt ist eigentlich ganz schön, den seht ihr jetzt nicht, wenn meine Haare gelockt sind, aber ich will einfach häufiger meine Haare glätten. Da werdet ihr das dann auch mal sehen, wenn ich dann so gesagt meine Haare glätte, was ich so für schöne Stufen jetzt drin habe. Also es gefällt mir richtig gut mit den Stufen, aber sie hat mir einfach so viel abgeschnitten. Also ihr seht es ja, also ich hatte so schöne, fast lange Haare und sie schneidet sie mir einfach ab, obwohl ich zusätzlich gesagt habe, ich möchte es nicht. Also ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Wie gesagt, man erkennt es nicht so gut, weil die Haare einfach lockig sind. Aber wenn die glatt sind, sehen die wirklich schön aus und der Schnitt ist einfach ein bisschen frecher und so, nicht so langweilig, gleiche Länge. Und ich finde ja auch, also die Haare wachsen ja auch wieder nach, ne? Also es dauert jetzt halt wieder ziemlich lang, aber naja, jetzt sind sie halt wirklich richtig, richtig gesund. Meine Spitzen sind super weich und jetzt fange ich sie auch an, super gut zu pflegen. Und zwar habe ich mir auch beim Friseur jetzt das Moroccan Oil, die Intensiv Feuchtigkeitsmaske, gegönnt. Die ist ja ziemlich teuer, die liegt bei 34 Euro. Also das ist schon ziemlich teuer. Aber ich habe mir jetzt gesagt, jetzt wo sie mir die Haare so kurz geschnitten hat, ich habe auch echt mit der geschimpft und war echt stinksauer. Aber sie hat gemeint, sie hat eigentlich nicht viel abgeschnitten, aber wie ihr sehen könnt, hat sie das. Auf jeden Fall dachte ich mir, komm, holst du dir die Maske, dann bleiben deine Haare auch wirklich gesund und ich will jetzt halt so lange wie möglich einfach nicht mehr zum Friseur gehen. Und ja, deswegen habe ich mir die Maske hier besorgt. Ein First Impression wird noch kommen, weil ich habe sie noch nicht benutzt. Erst in ein paar Tagen und da wird dann auch ein Video zu kommen. Vorher, nachher der Vergleich, ob sie jetzt wirklich mehr glänzen und ob sie wirklich weicher sind. Ja, also das kommt auch noch bald, das Video. Und wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr geschockt. Es tut mir leid, es musste einfach sein. Und ich hoffe, es gefällt euch aber trotzdem, dass ich jetzt immer noch rothaarig bin. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Übrigens, mein Make-up, ich war jetzt den ganzen Tag auf der Arbeit und früh um 6 Uhr habe ich nicht unbedingt Lust, mich super, super toll zu schminken. Deswegen verzeiht mir das, dass ich mich jetzt nicht nochmal komplett neu geschminkt habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns hoffentlich trotzdem im nächsten Video. Tschüss!